Geht's dir gut? Nein. Wusstest du das mit Hugo? Ich wollte es dir erzählen, aber... Es wäre besser gewesen. Wir reden von meinem Bruder, Lukas. Ich wusste nicht, dass Magister Vaudeur es dir so sagt. Gott, das ist so... Gehen wir weiter. Ja. Oje, was passiert jetzt? Musik wird irgendwie... Hergehört! Der Graf von Arl hat eine Ausgangssperre verhängt. Alle Einwohner müssen zu Hause bleiben. Eine Patrouille. Was ist los? In der Stadt herrscht Ausgangssperre. Wer draußen bleibt, wird festgenommen. Da haben wir es. Sie sperren die ganze Stadt ab. Wird wahrscheinlich ihr getötet. Die wollen doch nicht die ganze Stadt säubern, oder? Ich weiß es nicht. Wir müssen schnell zum Boot. Und jetzt erzähl ihnen, was das bedeutet. Sind sie voll unter Kontrolle, die Lage. Der Wachturm dort hinten. Er führt uns zum Hafen. Bereit machen, Männer. Wir bringen die Fracht bald zu den Docks. Zu den Docks? Da wollen wir doch auch hin, oder? Die Käfige auf dem Karren. Das sind Leichen aus der Arena. Da bringen sie sie also hin. Aufs Meer, oder was? Wollen die die da entsorgen, oder... Wahrscheinlich wollen die auf dem Meer einfach loswerden, die Leichen. Amicia, wenn wir da sind, dann hältst du dich mit der Schleuder zurück, ja? Nicht wie in der Scheune. Wir töten keine Soldaten mehr. Keine Sorge, ich hab dich verstanden. Mir fällt schon was ein. Nie mehr, Lukas, nie mehr. Wir werfen nämlich jetzt Bomben. Wir benutzen nicht mehr die Schleuder, wir werfen jetzt Bomben. Da wären wir. Gut. Oh. Wie auch immer, so am Überlegen, ob wir jetzt hier irgendwas liegen lassen oder vergessen. Ich weiß es nicht, einfach. Dass ich Magister Vaudeur nach der Insel frage, wegen des Gemäldes in der Loge. Was hat er gesagt? Dass es nur ein Symbol sei. Ein Symbol mit zwei Gipfeln? Wie in Hugos Traum? Ich weiß. Die Insel, das Erwachen der Makula, der Orden, das ist zu viel. Schön, dass du es auch so siehst. Es hilft mir, mich nicht so allein zu fühlen. Bist du nicht. Ich bin hier. Es tut mir leid, Amicia. Wegen Hugo. Er ist noch nicht tot. Alles klar. Und vergiss nicht, wenn wir keinen töten, wird uns keiner töten. Verstehe. Keine Toten, keine Probleme. Suchen wir das Boot. Das ist ein Trugschluss, glaube ich. Wenn wir keinen töten, tötet uns auch keiner. Da wären wir. Wo ist unser Boot? Rot-weißes Segel. Da vorn. Es ist noch da. Zum Glück. Unser Lotse hoffentlich auch. Ja, stimmt. Hier gibt's doch bestimmt irgendwas. Boah, das sieht richtig gut aus. Teile wahrscheinlich. Nee, Stücke. Stücke, so heißt es schon. Ich habe die Blume nicht verpasst. Sie sieht so schön aus. Ich nehme sie mit. Für Hugo. Das müsste Enzian sein. Der wird ihm gefallen. Ich würde ihm gern so viel mehr bieten. Er liebt alles, was von dir kommt. Da wäre ich nicht so sicher. Fällt mir doch glatt ein Lied ein zu Enzian, aber das werde ich jetzt nicht zum Besten geben. Noch eine Kiste.
Augen offen halten bringt es auf jeden Fall in dem Spiel. In jedem Spiel wahrscheinlich. Na los, ihr solltet schon längst am Tor sein. Da sind sie. Komm weiter, leise. Lass mich in Frieden. Diese Krüge dürfen nicht kaputt gehen. Der Stadt bleibt nicht viel Zeit. Die Stadt braucht unbeschädigte Krüge. Beruhig dich. Genug diskutiert, Soldaten. Bewegung, los! Was machen die da? Nichts Gutes, würde ich sagen. Wir sollten einfach hier verschwinden. Der Vorfall in Guyenne soll dort nichts als Massengräber hinterlassen haben. Ja, in Guyenne. Und bald landet ihr auch in einem. Guyenne war ja in Plague Tale Innocence, glaube ich. Die Ausgangssperre wird sie alle umbringen. Ja. Ja, das heißt, glaube ich, weiß ich. Ein Festmahl für die Ratten. Das weiß ich. Alles klar, öffnet das Tor. Geht in Stellung. Hey, Neulinge, ihr wisst, was zu tun ist? Ihr packt doch die Gefäße auf, wenn wir auf der anderen Seite sind. Unser Leben hängt davon ab. Sieh dir die Mauer an. Hab nochmal die Augen offen gehalten und noch was gefunden. Sie versperrt uns den Weg zum Boot. Gehen wir näher ran. Gehen wir näher ran. Weiß nicht, ob das immer so eine gute Idee ist. Aber wir müssen auf jeden Fall durch den Hof da unten durch. Hier kommen wir weiter. Die Klappe geht dann wahrscheinlich zu. Ich habe gehört, diese Stadt war einst das Handelstor zum Mittelmeer. Und bald ist sie das Tor zur Ausbreitung des Bisses. Wirklich traurig. Wirklich traurig. Was haben wir denn hier? Das ist zurückgelassene Fracht. Ich glaube, das ist Seide. Lukas, echte Seide. Wahrscheinlich echte aus Seide. China. Und so viel davon, das ist ein Vermögen wert. Jemand hat das auf der anderen Seite der Welt gefertigt. Glaubst du, in China ist es wie hier? Ob sie dort auch Ratten haben? Eher nicht. Noch nicht. Wir müssen es aufhalten. Sei denn der Schatz. Ja, jodel doch hier noch ein bisschen rum, Amicia. Ja, tatsächlich. Ja, da war es schon mal hell. Da war es schon mal hell in dem Spiel. Ne? Vorher hatten wir es eigentlich immer im Hellen. Ja gut, außer unten in dem Keller war es eigentlich die ganze Zeit hell. Und jetzt sind Amicia und Lukas halt nachts aufgebrochen. Auf zum Tor. Weil es nicht geklappt hat vorher. Auf zum Tor. Nur Nacht gesehen. Ja. Soldaten, bitte helfen. Wir müssen uns vorbeischleichen. Ob es einen seitlichen Weg um das Tor gibt? Wow. Was befindet sich wohl dahinter? Sehr bald wissen wir es. Glaubst du, dieses Mal schaffen sie es? Ich glaube. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Ich weiß nur, dass aus der Stadt immer mehr was zu. Nein, ich hab's verkackt. Wir müssen da hoch. Okay. Nee. Nein. Ich hab nicht aufgepasst, wo wir hin müssen. Ja, es war tatsächlich da in dem Keller, da war es richtig dunkel. Auf und, zum Tor. Oder zum Tor? Da oben ist doch ein Tor, oder? Also ich glaube, da müssen wir da rauf müssen. So, wie lenken wir die... Wir müssen uns vorbeischleichen. Ob es einen seitlichen Weg um das Tor gibt? Was befindet sich wohl dahinter? Sehr bald wissen wir es. Okay, die haben keinen Bock darauf zu reagieren. Glaubst du, dieses Mal schaffen sie es? Ich glaube gar nichts. Ich weiß nur, dass aus der Stadt immer mehr Leichen kommen. Auch von unseren Leuten. Ich hätte meine Mutter nochmal besuchen sollen. Lukas! Beten. Mehr bleibt uns nicht. Nicht gerade viel. Wo zum Teufel kommt dieses Geräusch her? Ich glaube, ich habe was gehört. Deinem Hinterleib. Falscher Alarm. Och nee, hier müssen wir gar nicht hin. Alles sauber.
Ach, da können wir durch. Hier durch. Ja. Die beiden, die machen jetzt hier eigentlich... Kann doch nicht sein, dass sie die bemerken. Ja, gut. Keiner mitbekommen. Nein, Gott. Leichtfüßigkeit. Ein Schlachtfeld. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Folgen wir dem Wagen. Und schön die Augen offen halten. Ah, wenn wir viel schleichen, dann wirkt sich das tatsächlich aus. Auf unsere Fähigkeiten, die wir dazu bekommen. Verdammt. Ich glaube, ich weiß, was hier geschehen ist. Sie machen wieder genau den gleichen Fehler. Tut doch was. Er steckt fest. Helft uns. Nein, nein, nein. Sie kommen. Kommen jetzt Ratten, ja. Sie müssen sich beruhigen. Ich fürchte, es ist zu spät. Sie sind nicht weitergehen, Amicia. Oh Gott. Ja, also ich finde es auch durch Progress, dass man je nach seiner Spielweise. Es sind so viele. Wie sollen wir da durch? Dass man je nach die Flüssigkeit auf dem Boden ist aus den Gefäßen. Das ist Teer und der brennt wie Zunder. Los, versuch ihn anzuzünden. Ja, denn? Ja, versuchen wir. Hier? Das hätte ich nicht erwartet. Sie auch nicht. Pass auf mit den Flammen. Das könnte ich mir sogar in mehr Spielen vorstellen. Also in so ein RPG das zum Beispiel. Es ist beweglich. Ja. Dass man da einfach seine Fähigkeiten dann je nach dem Level. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe nur eins von den Tomb Raider Spielen gespielt. Und da weiß ich nie, wie das ist mit das dem. Ist alles falsch. Mit dem. Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Bis die Ratten einmarschieren. Amicia, der Orden hat sicher spezielle Einrichtungen in Marseille. Ausrüstung und Leute. Leute wie Baudin? Wie soll das bitte enden? Hier bleiben ist der sichere Tod. Gehen wir da jetzt vorbei? Weiter hier geht's ist Ende. Nicht. Aber ich kann mir das gut vorstellen. In irgendeinem anderen Rollenspiel oder so, dass man einfach, je nachdem, ob man jetzt da viel schleicht oder viel kämpft das oder was weiß ich. Sieht sicherer aus. Dass du halt dann deinen Kram levelst. Gehen wir hier durch. Sehen wir Lukas nicht. Aber das haben sie sich wahrscheinlich gespart. Ekelhaft. Dieser Geruch. Teer. Was ist das? Was ist das? Verursacht Kopfweh. Ich höre keine Ratten. Nein. Aber sie waren hier. Sieh mal. Gott. Was ist denn das? Eine Teerwerkstatt. Hier werden wohl Bootsrümpfe versiegelt. Die Mechanismen sind noch intakt. Hier riecht es anders. Harz. Das ist ein Mischbecken. Das Fass dort oben muss der Verdünner sein. Wir sollten weiter. Oh nein, wir gehen nicht weiter. Wir gehen nicht weiter. Wir gucken erstmal, was die Ratten mit uns vorhaben. Keine Panik. Wir haben Harz. Mit dem Verdünner dort oben wird daraus Teer. Ein Teerbecken. Das könnte uns den Weg zur Tür ebnen. Das Fass ist aber ziemlich weit oben. Vielleicht kommen wir irgendwie dran. Mal sehen. Diese Seile bewegen die Plattform. Zum Bedienen muss man die Leiter hinter dem Gitter hochklettern. Wir müssen darüber. Wie kommen wir denn da hin? Geht's so? Die Ratten nehmen alles. Ach, da ist eine Tür. Okay. Von innen abgeschlossen. Hey, Dark Souls lässt grüßen. Von der anderen Seite verschlossen. Ja, lasst mich mal in Ruhe. Kann man da nicht. Ach. Von der anderen Seite verschlossen, aber wir wollen nur normales. Ach, das kann man normal. Ja, das kann man ja auch. Gut gesehen. Wir fabrizieren also Teer. Ich weiß, aber es sollte nicht lange dauern. Dann lass uns loslegen. Mhm.
Warum blubbert das denn? Wegen dem Verdünner? Oder? Gut. Was haben die denn soll damals? Ich die Becken übernehmen? Was meinst du? Ja, geh die Leiter hoch. Ich bewege die Plattform. Schon dabei. Ja, Kurbel bis zum Ende. Überlass das mir. Gut. Warte auf mein Zeichen. Geht klar. Oh, Käse. Bin bereit. Ich lasse los. Festhalten. Ich sehe mal nach. Komm zu den Becken zurück. Komme. So, stimmt. Was will ich denn da oben? Der Verdünner. Na klar. Alkohol, natürlich. Bereit? Kann ich dich anzünden, ja. Lukas? Lass uns Teer machen. Rein damit. Kennst du die richtige Menge? Nein, ich improvisiere. Bring uns bloß nicht um. Bring uns bloß nicht um, Lukas. Fertig. Du kannst es anzünden. Alles klar. Mal sehen, was der Teer taugt. Also dann. Es funktioniert. Ja. Kommt der jetzt wohl allein da runter oder muss ich ihn wieder runterholen? Oder müssen wir ihn jetzt woanders hinfahren? Wo ist er denn hin? Lukas? Tja, da fehlt ein Stück. Was nun? Ich stecke fest. Warte, ich glaube, sie haben hier mit ein paar Zutaten experimentiert. Ja, könnte klappen. Ich werf sie dir rüber. Diese Viecher sind ziemlich nah. Ja, wirf mal. Sag, wenn du bereit zum Fangen bist. Jetzt. Wirf. Muss ich hin? Muss ich mich irgendwo an einen besonderen Ort stellen, oder? Ach, LB. Los! Du hast kannst jetzt Teer herstellen. Misch sie. Wir können jetzt Teer herstellen. Fertig. Perfekt. Wirf einen Topf mit Teer zwischen die beiden großen Becken. Muss klappen. Mal sehen, was der Teer taugt. Mal sehen. Perfekt. Ja, das letzte Becken hier ist voll mit Teer. Komme. So. Jetzt ist hell. Du hast mich gerettet. Das war der Teer. Das Zeug wirkt Wunder. Wie auch immer, ich danke dir. Wie kommen wir jetzt? Das brauchst du nicht. Wie kommen wir denn jetzt dahin? Dass ich hochgehe und Lukas maybe. Ja. Wir sparen einfach mal Ressourcen und erfreuen uns unseres Lebens. Ist unser Boot da vorn? Seid ihr da nicht so sicher? Hör zu, Amicia. Wegen Hugo. Ich war zwischen Magister Vaudin und deiner Mutter hin und her gerissen und... Ach, ich lag falsch. Ich war nicht bereit. Ich darf ihn nicht verlieren. Wir schaffen das schon. Ja. Jo, mach's gut. Danke fürs Dabeisein. Danke für deinen Sub nochmal. Und ja. Und bis die Tage mal, ne? Hier durch. Nach die. Wollte jetzt doch noch gar nicht durch. Gehen wir zurück. Oh, come on. Ja, ich hab zu danken, ich hab zu danken. Sieh mal, da hinten. Josephs Boot. Wir sind fast da. Ja, fast. Gehen wir. Oh, sie sind hier. Da unten sind Unmengen von ihnen. Warte, wir sind nur fast da. Da unten gibt es Harz und da drüben ist ein Fass mit Verdünner.
Sie haben hier mehr Teer hergestellt. Ja, ebnen wir uns damit den Weg zum Boot. Ja. Teer, ich komme. Was für ein Tag. Was. Mist. Na gut, mal sehen, was du bewirkst. Achso, ist da noch was? Sie bewegt den Übergang. Wir brauchen das Ding hier. Hey, wer seid ihr? Wir wollen nur rüber. Tja, geht leider nicht. Wir sind. Ich stecke hier schon ewig mit diesen Ratten fest. Ich muss hier raus. Bitte helfen. Wir haben einen Plan. Habt ihr Zugriff auf den Übergang? Ja, aber ich brauche eure Hilfe. Die Brücke wurde hochgezogen. Ich kümmere mich drum. Das ist nicht. Achso, wir können das Teerbecken anzünden. Ach, das. Ach, nein, das ist gar kein Teer. Das ist ja nur. Mist, Verdünner. Nur Harz. Wie kommen wir denn jetzt da hin? Lukas, denk dir mal was Schlaues aus. Der Zugriff. Ach. Blind wie E und E. Verdammt! Hätte ich nicht erwartet. Wartet kurz! Er wirkt vernünftig. Er hat versucht uns zu killen. Umso besser. Hier ist euer Verdünner. Danke. Er scheint nichts von unserer Flucht zu wissen. Oder er hat es einfach noch nicht bemerkt. Auf ein neues. Sie mögen kein Feuer, stimmt's? Stimmt. Gut. Und wie zündet ihr das an? Wir haben Mittel. Ich sehe hier keine Fackeln. Habt Geduld. Hey, wirf das da hin. Jetzt. Gut, das war nicht übel. Hey, was hast du da für brennendes Zeug reingeworfen? Das ist, selbstgemacht. Einfache Alchemie. Alchemie? Solche Sachen mögen wir hier nicht. Wirklich schade, denn sie rettet euch das Leben. Soldaten. Gut, jetzt noch die anderen beiden Becken. Dann legen wir mal los. Amicia, geh auf den Übergang und kümmere dich um den Verdünner. Ich betätige die Kurbel. Eine Aufgabe für dich, Lukas. Na gut. Dann mach das mal. Wo geht ihr überhaupt hin? Wir fliehen von hier. Ihr wisst schon, dass die Ausgangssperre herrscht? Ja, und dass die Leute so oder so sterben. Also versuchen wir unser Glück. Ah, verstehe. Guter Mann. Er hält sich an die Regeln. Hey, du verpasst das Becken. Mach langsamer. Das war zu weit! Ein Stück zurück! Hey, lass gut sein! Ja, sofort! Klasse! Genau richtig! Erledigt! Zünden wir das hier auch an! Wird gemacht! Dü-dü-dü. Dann zünden wir das auch mal an. Ich habe echt ein schlechtes Gefühl mit dem. Na bitte! Ein Boot versperrt noch den Weg. Lukas, du bist dran. Geht klar. So, dann hubbel ich das mal hoch. Gute Arbeit! Zivilisten seid ihr überraschend effizient. Wir sind öfter auf uns allein gestellt. Lukas. Du kannst aufhören. Sofort. Ja, man. Er übertreibt halt. Und fertig. Zünd es an, Amicia. Mein Gott, das chillt doch mal. Ich bin so eilig, ey. Achso, ich muss dem noch das Boot hochziehen.
Wo ist denn der Weg frei? Die fressen jetzt den Lukas. Ihm? Ja, wahrscheinlich. Lass dich jetzt mal nicht fressen. Hilf mir! Was soll ich denn machen? Danke für die Rettung. Ich hab kein Teer mehr, du Blödmann. Entschuldigung, Lukas. Ja, geschafft. Klasse. Unfassbar. Ihr habt's gefällt. Kannst du dein Zeug benutzen? Ich steck fest. Ja, ich versuch's. Kannst du dein Zeug benutzen? Ich steig fest. Ja. Bist du bereit, Hallo zu sagen? Wir müssen aufpassen. Wer weiß, was er in der Stadt mit uns gemacht hätte. Oder? Ja, wir haben es eilig. Wirf Teer ins Feuer. Sicher. Na los, wirf Teer ins Becken. Eigentlich müssen wir dort weiter. Das geht nicht. Ihr geht nach Hause. Ach, halt dein Maul. Bitte, du. Wir haben unseren Teil getan. Ein solch ehrenloser Typ. Durch, sonst werdet ihr es bereuen. Oh nein. Nein. Mir ist aufgewacht. Wie aufgewacht? Was meinen Sie? Was meinen Sie denn mit mir ist aufgewacht? Hast du gepennt? Wirf Teer ins Feuer! Na los! Wirf Teer ins Becken! Abendschlaf. Oh. Nein! Lukas, gib mir Zeug! Achso, ich hab noch eins. Er wusste. Ach Mann, ich habe ihm noch nicht geholfen. Bist du bereit, Hallo zu sagen? Hey, Lukas, ich glaube, ich hoffe, du hast noch. Ach, da liegt noch was. Gemacht hätte. Befehle befolgen. Ja, wie auch immer die aussehen. Das habt ihr gut gemacht. Halt dein. Ich bin froh, dass ihr heute das Gesetz gebrochen habt. Wir sollten gehen, oder? Ja, wir haben es eilig. Sicher. Ich begleite euch nach Hause. Eigentlich müssen wir dort weiter. Das geht nicht. Ihr geht nach Hause. Ach komm! Bitte, wir haben unseren Teil getan. Gesetz ist Gesetz. Lasst uns durch, sonst werdet ihr es bereuen. Drohst du gerade einem Soldaten der Provence? Tatsächlich tue ich das. Das ist zu wichtig. Moment. Moment. In den Vororten wurden wir von einem Mädchen und einem Jungen angegriffen. Ihr seid geflohen. Du könntest ihn blenden, Amicia. Na los, das Boot ist gleich da hinten. Ja. Du könntest ihn blenden mit dem Teer. Was mache ich? Kann sein, dass es einfach zu lang ist, dann kürze ich einfach die URLs und dann geht's schon. Aber in dem... Ach, scheiße. In dem... in dem Strawpoll-Abstimm-Dingenskirchen ist ja quasi auch noch... sind ja auch noch die Links drin. Gibt's in demselben Häuschen noch was? Ah, war ja klar. Ein bisschen Harz und Stücke.
Das uns, ach, da ist unser Boot schon. Gott. Diese Leute. Ich vertraue niemandem mehr. Ja. Ja, das war auch ein richtiger Blödmann. Helfen wir dem da und er bescheißt uns. Richtig schwach. Ich will nicht, dass die Schleuder weniger Lärm macht. Ich will, dass die Schleuder schneller ist. Das sollte die Sache erleichtern. Ignifer. Angriff. Achso, wir haben wenig gekämpft, ne? Okay. Ja, dann sehen wir uns das Boot an.